Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Der Werte und Win ist natürlich wieder mit dabei. Willkommen. Und hallo. Wir sind in der Höhle. Nachdem einer von uns beiden, also ich gucke jetzt keinen ganz bestimmten an, gestorben ist. Mensch, Ofen, was machst du für Sachen? Ja, echt mal. Und wir werden uns mal so ein bisschen... Achso, halt, ja, genau, das wollte ich vorhin mal zeigen. So ein Eimer, wenn man sich craftet, ne? Und ein Wasserglas drüber macht, kriegst du ein Bucket of Water. Und kriegst du irgendwie coolerweise noch einen leeren Eimer mit raus. Bringt der dann auch mehr? Nee, pass mal auf. Und zwar, wenn ich jetzt hier in diese Ecke ein Loch mache. Ach so, und da kann man dann Wasser reinfüllen und das kann man dann immer wieder rausschöpfen, yes. Oder wie? Ah. Also wenn du dann Wasserflaschen hast, kannst du dich da immer voll laben. Ja, perfekt. Nehme ich gleich mal meine. Genau. Und da wir ja ein Feld brauchen, habe ich da hinten schon mal ein bisschen was vorbereitet. Da wird wieder ein bisschen explosiv. Wow, bin ja schon weg. Ich habe da mal was vorbereitet. Genau. Und dann kann man da richtig schön Erde reinmachen und boah, ringsrum habe ich mir gedacht, braucht man so einen Cobblestone-Weg, weißt du, dann kann man da schön laufen, nicht durch das Feld latschen. Wir wollen ja keinen Zorn ernten von irgendwas. Wir brauchen halt Erde. Macht natürlich Sinn. Erde. Ja, wenn alle meine Kisten funktionieren würden, weil ich glaube, in meiner letzten Kiste war sogar Erde drin, oder? Achso, stark. Ja, ich habe jetzt gerade keine Erde da. Ja, der nächste Tag kommt auch wieder, oder? Nur zur Info, eine meiner vier Kisten funktioniert irgendwie nicht mehr. Die lässt sich einfach ums Biegen und Brechen nicht mehr öffnen. Und da waren, glaube ich, die ganzen Materialien wie Erde, Stein, Eisen und so drin. Hast du die optimale Kiste erwischt? Na, ich glaube, noch schlimmer wäre es mit der Waffenkiste gewesen, weil die ist auch schon fast voll. Oh mein Gott. Also mit Waffen und Munition halt. Ist das jetzt schon ein Zweier? Ja, genau. Und dann haben wir hier in der Mitte ein schönes Feld zum Abernten. Ja, passt. Super. La, 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 la. Brauchst du... Ich glaube, Samen hast du genug. Samen habe ich. Was für eine Frage. Mehr als genug. Ich hätte dir auch ein paar geliehen, so ist es nicht. Nee, lang genug. Eigenproduktion ist dann doch eher angenehm. Oh Gott, ich stelle mir das gerade so cool vor, wie ich hier durch das Haus komme, so, Kabu, was machst du da? Also wenn du ein komisches Geräusch hörst, komm nicht hier rein. Für die Mitte machen wir dann einfach so ein paar Pillar. Ja. Oh. Also ich gucke hier gerade mal das Loch hoch, also wo es die Leiter hochgeht, und ich sehe, wie der Mond sich vorbei bewegt. Das habe ich noch gar nicht bemerkt, dass es hier einen beweglichen Mond und stehe ich gerade im Weg. Sonne gibt. Darauf geachtet habe ich jetzt so gesehen auch noch nicht wirklich. Naja, ich auch nicht. Das ist so. So. Deswegen wundert es mich ja. Da. Wunder, oh Wunder. So. Da. Das sind diese blöden Ohrwürmer von damals. Von damals. Da. Ich fange hier gleich mit noch mehr Retro-Kack an. So. Oh, pass mal auf. Genau, das habe ich ja mitgenommen extra. Irgendwann mal. Genau, die will ich nämlich da hinten aufbauen. Wobei, da könnte man rotes Holzblüten machen. Ach, willst du uns jetzt ein Wohnzimmer bauen mit schönem Sessel? Ja. Oh, brauchen wir bloß noch einen Fernseher irgendwo. Gut, ich glaube nicht, dass noch irgendwas ausstrahlt, aber... Naja, Zombie-TV. Vielleicht finden wir einen DVD-Rekorder oder so. Und dann gibt es nur irgendwelche blöden Sitcoms, die eh keiner mehr schauen will. Hilfe, ich bin der Auswanderer. Gibt's bloß noch mitten im Leben, aber es hat nur den Grund, weil das schon vorher mit Zombies besetzt war. Genau. Die Auswanderer. Ich bin damals ausgewandert, weil einfach die Zombies genervt haben.
Aber eigentlich müsste es doch rein theoretisch so sein. Irgendwann müsste man doch zumindest in der ganzen Region die Zombies ausgelöscht haben. Irgendwann schon, ja. Die können sich doch nicht fortpflanzen. Vor alledem, das ist so die... mir ist ja was anderes gekommen bei den Zombies. Hm. Und zwar, ja, also die Zombies fressen ja permanent irgendwas oder irgendjemanden. Zombies fressen im Normalfall immer nur lebendiges Fleisch, also normale Menschen. Untereinander essen sie sich nicht und das heißt, irgendwann geht ihnen die Nahrung also aus. Also ich möchte es mal so sagen. Alles, was reingeht, kommt irgendwann raus. Ja, gut. Hast du einen Zombie schon mal gesehen, wie er die Hose aufmacht? Nein, aber ich glaube mal, da Zombies sowieso einen komplett zerfressenen Körper haben und einfach nur alles... Also ich glaube nicht, dass da ihr Magen noch funktioniert. Ich nehme an, das wird einfach direkt in Energie umgewandelt. Ah! Oder so. Okay, das würde Sinn machen. Aber deswegen fand ich halt auch den Film 28 Days Later so interessant, weil das als einziger Zombie-Apokalypsen-Film irgendwie endlich mal dargestellt hat, dass die Zombies einfach verhungern mit der Zeit, wenn keine Menschen mehr da sind. Bei so vielen Filmen habe ich mich einfach gefragt, warum verhungern die Zombies nicht einfach irgendwann? Jeder Körper, der Energie verbraucht, geht irgendwann kaputt. Da habe ich mal so einen blöden Zombie-Film gesehen. Da haben dann die Zombies gelernt, wie man mit Schusswaffen umgeht. Ja gut, den habe ich mir vor kurzem auch nochmal angeschaut. Ah, okay. Gut. Du meinst hier Land of the Dead. Das kann sein, wo sie mit diesem Panzer und dann die Feuerwerk... Ja, wo sie mit diesem Truck rumfahren. Genau. Der war schon lustig, der Film. Und da die Zombies irgendwie sogar als Sympathieträger dargestellt. Ja. Weil die dann auch diesen Großkonzernchef einfach überrannt haben. Tja. Ich brauche mehr Energie. Obwohl ich es auch seltsam finde, wie ein totes Gehirn dazulernen kann. Aber ja, da ging's. Ja. Hast du genug rotes Holz für das gesamte Zimmer? Also ich habe jetzt noch 28. Ja, okay, dann mache ich mal weiter auf. Das rote Holz sieht irgendwie geil aus. Hm. So, jetzt kommt dann gleich die Armlehne runter. Egal. Ja. Ich hab noch eine Armlehne. Okay, So. Wie du dich so um dekorative Sachen gekümmert hast, vor allem wie viel du mit... Oder konntest du die herstellen? Nö, die habe ich mitgenommen. Man kann sie auch herstellen. Ich habe nicht ein einziges Ding mitgenommen und du nimmst dir gleich mal irgendwie wahrscheinlich alle Häuser, die ganzen Sesselgarnituren auseinander. Ja, natürlich. Oh, es ist aber hell. Und dann möchte ich doch glatt sagen, mache ich mir mal ein paar Dinger da, diese Wood Spikes. Ein Repair Tool. Ich habe gerade noch ein paar Steine dabei, die belasse ich gleich mal, falls wir irgendwann mal was zumauern müssen. Man kann ein Repair Tool herstellen. Echt? Geht es? Geht das damit? Was anderes? Tatsächlich. Cool. Aus diesem Shorty Iron Pipe. Aber woher ich die jetzt habe, weiß ich auch nicht. Egal. Ab nach oben. Ich höre sie auf alle Fälle klatschen. Aha. Die Zombies. Mit was? Ach man, ihr blöden Zombies. Oh. Wow, Vorsicht hinter dir. Ja, ich bin etwas zu... bammelig gerade alles zu treffen. Guck mal an, was die da mit dem Haus machen. Ach. Gibt kein Problem. Boah. Also ich glaube, wir müssten wirklich mal langsam überlegen, wie wir unsere Befestigung hier machen wollen. Ja. Zack. Double Kill. Also was ich ja schon gemacht habe, was nicht schlecht war. Aber das ist halt... Aufs Klo gehen? Ja, das ist auch nie verkehrt. Ist eine doppelhohe Wand. Eine dreihohe Wand aus Cobblestone. Toll. Ich ziel da eine halbe Stunde. So, mein Kill. Haha. So quasi, dass die nicht drüber kommen. Aber cool, du könntest ja auch eine dreihohe Wand machen und dann noch ein bisschen, dann noch eins nach außen gehen, dass die Spider-Zombies nicht hochkommen. Ja. Dürfte auch gehen. Stimmt, eigentlich könnten wir das dann hier außen rumziehen. Dann noch den Graben, also direkt vor den Graben hier bauen. So eine 3 Meter hohe Cobblestone-Wand. Dann noch den Graben. Ja, den Graben würde ich dann fast schon doppelt so breit machen. Und dann direkt... Ja, und dann direkt vor den Graben noch Minen, wenn wir welche haben irgendwann. Und ich glaube, dann ist es eine uneinnehmbare Festung.
Aber die Frage ist halt die, wenn die Zombies wirklich im Haus spawnen, wie wollen wir das absichern? Wollen wir das wirklich innen drin irgendwie ausfüllen oder wollen wir das einfach kleiner machen oder einfach komplett ausleuchten? Vielleicht hilft das ja auch. Überall Fackeln reinmachen. Ja, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das mal auszuprobieren. Auszuleuchten. Dann warte mal, ich habe jetzt... Wie viele Fackeln habe ich? Ich gucke jetzt gleich nochmal runter und guck mal, wie viele Fackeln ich jetzt bauen kann. Fackeln hätte ich 35 hier am Mann, wenn du welche willst. Ich hätte jetzt auch 32, okay. Aber ich glaube, das reicht nicht. Wenn, dann will ich eine richtig große Festtagsbeleuchtung machen. Du kannst da drin aber auch Campfires machen. Okay, das ist natürlich auch eine Idee. Weißt du, die sind eh heller und die kann man überall auf dem Boden hinmachen. Dann grab ich hier schon mal den Graben. Wie macht man denn die Campfires nochmal? Du machst in die Mitte einen Holzklotz und außenrum machst du diese kleinen Steine. Also wenn du den normalen Stone reinpackst, dann kriegst du die 10 Small Rocks. Ja, ich weiß, welche du meinst. Die. Ja. Warte kurz, dann und Wood Planks wahrscheinlich dann in der Mitte, oder? Ein Holzstamm. Ach, einen ganzen Stamm. Genau. Da habe ich keine mehr da. Da müsste ich jetzt erstmal Holzfällen gehen. Naja. Was heißt Holzfällen? Schaufeln. Ja gut, dann können ja, entwurzeln, sagen wir es mal ja. So. Ja gut, dann kümmern wir uns diese Folge halt einfach mal schön gepflegt um unsere Basis. Auf dass wir auch in der Nacht in Sicherheit sind und von oben herab die Zombies erschießen können. Ja, das wäre halt schon cool, wenn wir die ganze Nacht nicht nur in der Höhle rumtrotten, sondern auch wirklich dann mal... Oh, wir sind über Stacheln. Ich muss aufpassen, dass ich nicht in den Graben falle. Vor allem, wenn wir den dann schon zwei breit machen und man nicht mehr drüber springen kann, brauchen wir auf jeden Fall noch eine Zugbrücke. So eine Art Brücke, ja. Oder einfach eine dünne Brücke, die man auch mit solchen Fallen dann besieht nachts, aber dann einfach entfernt tagsüber. Ja. Und mal ein paar Radkappen farmen für Minen. Oh yeah. So. Man könnte sich natürlich auch... Wenn wir dann auch noch Stacheldraht mitnehmen, wird es noch lustiger. Ich glaube, das wird es einfach nur... Wir machen dann ein richtiges Fort draus. Absolut. Pechgraben. Pechgraben, genau. Muss man bloß noch Feuerpfeile mit der Armbrust abschießen. Das wäre... Sag mal, wo ist denn... 2 Meter vor mir steht der und ich frage, wo ist der Zombie? Der Zombie war mal... Genau, und der, wo 15 Meter weit weg von mir ist, der hört mich. Und den treffe ich natürlich astrein. In den astrein? Mhm. Aua, selbst Zombies haben Gefühle. Echt? Ah, auf die Gefühle pfeife ich. So, 2 Bäume dürften eigentlich reichen. Ach, kennst du das Sprichwort nicht? 3 ist immer besser. Alle guten Dinge sind 3. Ich weiß nicht, ich warte schon irgendwie auf den nächsten Diktator, der bei uns in den Staat an die Macht kommt und mit diesem Sprichwort kommt. Ich glaube, da mache ich mir Sorgen. Ja. Dann werde ich auswandern. In ein Land, das nicht von Korruptheit bedroht ist. Also Leute, ich bin ja eigentlich gegen Krieg, aber ihr wisst doch, alle guten Dinge sind 3. Oh je. Ich hoffe ja nicht. So. Dann könnte man auch den Spruch bringen, manche kommen einfach nicht miteinander aus. Ach ja. Ich war echt erstaunt, als du den letztens mal gebracht hast, dieses Zitat, so zumindest ein gewisses aus KKND2. Mhm. Wie ich wirklich, also ich habe es dann wirklich mal vor mich hingesagt und ich konnte es wirklich noch auswendig. Auch wenn ich das letzte Mal vor 6, 7 Jahren gespielt habe, ich kann das Intro echt noch auswendig, weil ich das Spiel auch damals so gesuchtet habe. Also das ist eines der genialsten Intros, das ich überhaupt kenne. Ja, vor allem für die damalige Zeit. Das ist ja, da kommt auch heutzutage einfach noch kein Intro dran, weil einfach dieser Moment, man einfach... gar nicht erst damit rechnet, dass da nochmal sowas kommt. Also jeder, der das jetzt nicht kennt, schaut es einfach mal bei Google nach. Ist nicht schlimm, wenn man es nicht kennt. Das wohl schwerste Echtzeit-Strategiespiel, das es überhaupt gibt, also... Oh ja. Da gab es schon irgendwie... schon gut, die ersten Missionen gingen noch, aber dann schon irgendwie Mission 4 oder 5 gab es teilweise Missionen. Ich kann mich an eine Menschenmission erinnern, der mal einfach irgendjemanden eskortieren musste. So in diesen komischen Ingenieur oder so. Und das war so ums Brechen schwer. Das war einfach kaputt. Ja.
Absolut. Also das ist... Oh Gott. Nee, du. Ja. Aber es hat Spaß gemacht. Das macht auf jeden Fall Spaß. Vor allem, wenn man dann auch so Skirmish-Partien macht, die ja auch funktionieren. Mhm. Menschenskind, ey. Das Spiel hatte es in sich gehabt. Mhm. Ja. So. Da kommt auch heutzutage noch gar kein Echtzeit-Strategiespiel ran. Ja, heutzutage gibt es halt sehr wenig Echtzeit-Strategiespiele. Aber die meisten Leute sprechen halt von einer aussterbenden Spielsorte, aber ich muss halt wirklich sagen, es ist tatsächlich so, dass heutzutage die Echtzeit-Strategiespiele, das, was Echtzeit-Strategiespiele größtenteils ausmachen, sind nicht mal Grafik und solche Sachen, wie sie heutzutage immer weiter verbessern. Es ist halt einfach, das Gameplay muss stimmen bei einem Strategiespiel, bei einem Echtzeit-Strategiespiel. Ja, absolut. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, je besser die Grafik eines Strategiespiels wird, desto schlechter wird das Gameplay einfach und die Übersicht. Ja, absolut. Gut, es gibt auch Positivbeispiele, wie zum Beispiel Generals 1. Das hat eine gute Grafik und ein verdammt gutes Gameplay. Also gut, für heutige Verhältnisse vielleicht nicht mehr eine richtig gute Grafik, aber trotzdem noch eine sehr okay. Und vor allem... Au! Man hat halt noch schön Basen bauen können. Das ist ja was mir irgendwie bei den ganzen heutigen Echtzeitstrategiespielen ja so ein bisschen fehlt. Das, was ja eigentlich für mich ein Echtzeitstrategiespiel ausmacht, wenn man mich fragt. Mhm. Ja. So. Deswegen, ich unterscheide ja sowieso in Rubrik Strategie und Taktikspiele. Strategie ist für mich alles, wo man eine Basis baut und Einheiten ausbildet. Taktik ist für mich alles, wo man das eben nicht macht. Ja. Und irgendwie finde ich es halt seltsam, wenn man bei einer reinen Strategieserie wie Command & Conquer auf einmal sich entscheidet, ja, nehmen wir einfach mal den Basisbau weg. Ich meine, das ist zwar das entscheidende Element, das ist genauso, als würde man das Call of Duty die Schusswaffen entfernen. Ja, das ist wohl wahr. Na gut, aber... Wie macht man eigentlich die Campfires an? Mit einer Fackel und dann rechts oder linksklick. Ich glaube, es war der Linksklick. Ah, Linksklick, ja. Okay. So, das ist jetzt ziemlich gut ausgeleuchtet. Würde mich jetzt echt wundern, wenn hier noch Zombies spawnen. Fast alle Wände sind mit Fackeln zu gekleistert. Dann mache ich das jetzt doch so. Ah, oh, da vorne steht. Und selbst wenn hier Zombies spawnen, dürften die nicht mehr allzu aggressiv und stark sein. Weil es einfach so hell mittlerweile ist. Dum-dum-dum-dum. Sehr schön. Oh, jetzt treffe ich dich. Ja, je heller es ist, desto besser ist es. Und jetzt habe ich wieder den... Keine schlechte Idee wäre es, warum machen die eigentlich immer wieder dieses Loch auf da unten, das sich aufgesprengt hat? Die versuchen immer zu einem hinzukommen. Egal auf welchem Wege auch immer. Ach, du machst schon die Cobblestone-Mauer. Ja, jetzt war ich nur zu faul, gerade runter zu gehen, weil ich nämlich noch so viele Spikes habe. Autsch, das war fast knapp. Ich bin mal eben noch ein bisschen Erde besorgen, um das Loch zuzuschaufeln. Okay. Achso, ich wollte ja einen Zweiergraben machen. Ach, egal. Das wird schon so. Man müsste die Stacheln auch so an die Wand ran machen können. Das wäre genial. Geht das? Nee. oder den Stacheldraht auf die Mauer drauf. Dass man wirklich so eine Stacheldrahtmauer hat für die Spider-Zombies. Das müsste gehen rein. Theoretisch. Stimmt, das müsste eigentlich gehen. Ich weiß nur nicht, wo man Stacheldraht herstellt. Ja, das ist die nächste Frage. Auf jeden Fall. Hui, es ist schon bald wieder Nacht. Verflucht. Ja, der Tag ist schnell vorbei. Aber noch gebe ich dich nicht geschlagen. So. Muss ein Zombie, aber der kann mir mal egal sein. Na. Dirt. Dann bitte Dirt. The Dirt. Irgendwann müssten wir noch die ganzen Hügel außen herum abtragen, dass wir einfach komplettes Flachland außen rum haben, dass wir auch einen kompletten Überblick um unser Umland haben. Ja. Wir stellen uns am besten ein paar ein, die das dann machen. So. Wäre ich zumindest stark für. Oder wir sprengen.
Wir laden einfach irgendwelche Leute ein und sagen, ihr dürft mitmachen beim Let's Play. Und wenn die Aufnahme losgeht, sagen wir, ihr nehmt jetzt die Schaufel und grabt diesen ganzen Hügel ab. Wir gehen in der Zeit schon mal in die Stadt. Ja, genau. Und wenn ihr sterben solltet, ne? Dann gibt's kein Essen, wenn wir zurückkommen. Oh, absolut nicht. So. Oh, jetzt wird's langsam Nacht. Gibt's kein Popcorn. Das erwähne ich lieber mal dazu.